Verdammt, Merk. Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Ist richtig. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Mächtig. Der ganze Funk ist nur noch Pope-Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Auf mich. Also, Kate. Vielleicht Kate, nicht Case. Also Kate und Face. Also, was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus ein Liebesbrief. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau, sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist er gegangen. Flog er zur Sonne und ist runtergefallen, weil es geschmolzen ist. Keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Nein, nicht Jackknife. Keine Ahnung, wer das ist. Drake weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelst nur so von Cops. Ah ja. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Ah ja. Also los. Ah ja. So, mal gucken. Man kam da nämlich drüber. Ich werde es jetzt mal 5 Minuten versuchen. Ja, irgendwie musste ich da über die Mülltonne. Die städtischen Behörden untersuchen den Todesanwalt von Kalina. Nee, ich glaube, ich geb's auf. Das wird jetzt zu lange und zu langweilig. Zu lange dauern und zu langweilig werden. So. Machen wir es jetzt auf den regulären Wegen. Schießt doch sowieso. Ja. Weil ich hier hingekackt habe oder was? Helikopter hat sich entdeckt. Lauf, Spaß. Ah ja. Genauso muss das auch aussehen. Ich hab mir nicht mal eine Chance gegeben zum Anhalten. Oh mein Gott, ey. Das ist fies. Doch, die schießen natürlich wieder wie der letzte. Der Scharfschütze scheint einigermaßen was von seinem Werk zu verstehen. Okay, zweiter Versuch. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Das wäre amazing. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Da war gerade eine Ratte links. Falls jemand dran war, ihr könnt ja zurückspulen. Ich bin jetzt ein Hase, ich laufe einfach hin und her. Da können sie nichts tun. Hier schon. Aua. Okay, sie können vielleicht doch was tun. Jetzt reicht's mir aber langsam mal. Wenn ich jetzt wieder verrecke. Ach, geht doch. Du musst auf den Kanälen rausgehen. Das habe ich mir fast schon gedacht. Rutsch wieder runter, wie immer, genau. Weil du hast fucking Handschuhe an. Da muss man sowas können. Eingekettet. Du musst die Kanalisation erreichen. Ja, schon klar. Für mich auch. Ups. Guter Flug. Das muss man dir lassen. Hinfallen kannst du. Ja, versuch nicht hier hochzukommen. Das wäre Quatsch. Das ist richtig. Ja. Okay,
gibt's garantiert irgendwo so ein komisches Paket, was ich einsammeln könnte. Gibt's auch einen Trick, um gleich ganz runter zu kommen, aber da ich euch jetzt nicht hier alles wegskippen will, lasse ich das mal. Und ich hätte natürlich wieder in die andere Richtung gucken, das war so klar. Und Spelunk. Weil die gerade zweimal gesagt mit zwei verschiedenen Tonlagen. Nice. Das kann nicht jeder. Das habe ich mir jetzt nicht gedacht, echt jetzt? Der ist so klug, ist unglaublich. Halt dich nicht fest oder so, das wäre Quatsch, wenn du dich festhalten würdest. Aber dann können wir halt gleich schon mal weiter unten. So, da ist das Tor. Und da ist unser Weg in die Analysation. Nicht Freiheit, wollte ich gerade sagen, ist ja Quatsch. Jetzt mal da oben auch mal. Wie machen wir das genau? So. Dann da rüber, genau. Und da hin. Ist übrigens schön, dass die das ja alles so neu angestrichen haben für mich. So grün. Geh auf, liebes Tor, geh auf, auf, auf. Das Konzert der Kanalisation, das ist ja cool. Krieg ich ein paar. Man hätte da vorne hochgemusst, aber man kann auch hier hoch. Da sind wir jetzt einfach ein kleines Stückchen geskippt. Cool, oder? Ja, ich weiß. Ja, sorry, dass ich nicht Batman bin, der hier einfach von einem Ende zum anderen schwingt. Hier kommt gerade was durch. Tut mir echt leid, ja. Wir haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriegst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Ja, das sehe ich. Der Typ ist eine Hilfe wie einem Kretze oder so. Ist ja schlimm. Ich hab Karten. Ich sehe da jemanden. Nee, ich nicht, weiß, ich bin total blind. Das war die Ratte, die da gerade runtergeschossen hat. Was euch das interessiert, wieso der nicht mich gerade nicht getroffen hat. Hier ist gleich irgendwo einer. Los, schieß. Dann schieß halt nicht, dann schlage ich dich einfach tot, du Affe, ey. Das ist unglaublich, der Typ. Dann jetzt, ja. Spasti. Oh, wenigstens einmal will ich schießen. Oh, dann halt nicht. Wie soll ich mit dem Scharfschützengewehr, wo ich nicht ziehen kann, schießen? Jetzt will ich versuchen, mit einem Trabi über so einen Ozean zu fahren. Aber der ist mal kein Amphibienfahrzeug. Geht schlecht. Never. Hm? Boah, das war ja sicher. Mal gucken, wie hoch das ist. Ist ja mal interessant. Ja, schon so 2-3 Meter. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Da unten kommen sie irgendwo. Sie sind drin, los, raus da, Fate. Mit Taschenlampen. Ist ja echt dunkel hier, das ist schon richtig. Ich sehe auch fast nichts. So, wo müssen wir jetzt? Ich bin garantiert wieder falsch gelaufen, ich kenne mich doch. Ja, ja. Scheiße. Ja, springen wir einfach mal runter, wa? Ich
glaube, ich hätte da zwischengehen gemusst und hab geredet und bin vorbeigelaufen, eiskalt. So wie sich das gehört. Sie sind tränenlos, raus da, Faith. Passe ich jetzt mal ein bisschen auf. So, genau. Bitte geh auf, bitte. Ja. New Stream Energy. Okay. Ah ja. What the fuck, wieso haben die gerade so geschrien? Geht's dir nicht gut? Ich frage mich gerade, ob links oder rechts oder egal. Egal, okay. Sag das doch. So. Die Wasserrutsche des Todes ist das? Sag ich ja. Das ist die Frage. Ich glaube, ich hätte springen müssen, dann an der Wand entlang springen müssen. Let's try this shit. Ist aber auch schwer, ey. Da war ich schneller, als ich dachte. Geh mal links hoch, bringt vielleicht mehr Glück. Früher bin ich auch immer links hoch, fällt mir gerade ein. Dann hier runter. Okay, jetzt bin ich gerade wirklich überfragt, Junge. Was für Lösungsmöglichkeiten haben wir denn hier? Es gibt doch nur drei. Entweder wir rutschen und schaffen es, uns unten abzufangen, ohne zu sterben. Oder wir springen. Entweder auf die linke Kante, auf die rechte oder zum Geländer. Das hat aber jetzt mehrmals nicht geklappt. Oder wir springen in den Tod. Es kann doch eigentlich nur so sein, dass wir irgendwie versuchen müssen, da langsam runterzurutschen, nicht mit Vollschwung. Weil wo wir direkt reingesprungen sind, waren wir schneller. Beispiel so. Ich weiß, dass man auch direkt rüberkommt, aber ich weiß nicht mehr wie, deswegen werde ich es jetzt auch mal nicht machen. Gott. Falls euch das Let's Play gefällt, kann man ja auch noch drüber reden, dass ich noch ein Speed-Gameplay mache. Dass ich also das erste Level spiele, dann eine super Zeit versuche hinzulegen. Da werde ich mich mal vorher informieren, was so gute Zeiten etwa sind, und werde ich mal schauen, dass ich die einigermaßen hinkriege. Video gerade geschnitten. Wir sind jetzt bei Versuch 512. Ja, nicht, dass ihr euch wundert. Das heißt, ich sitze schon seit etwa 3 Stunden und versuche das hier. Aber ich scheitere. Immer noch. Oh mein Gott. Egal. Sinnlos, diese Plattform hier, es ergibt irgendwie alles null Sinn. Ich weiß, ich bin ein ganz schöner Nörgler. Aber ich finde es immer lustig, das rauszusuchen, was in Spielen einfach so unlogisch ist. Aber ich habe ja trotzdem am Anfang gesagt, es ist ein cooles Spiel. Aber Logiklücken gibt es eh in jedem Spiel. Oder vielleicht hat es ja auch einen Sinn. Dass hier so Plattformen sind, auf die man springen kann und ganz viele Eingänge mit Türen, was überhaupt da keinen Sinn ergibt. Aber naja.
jeden Fall schon mal echt gut, dass hier immer so rote Dinger sind, dass man weiß, wo man hin muss. So, gleich fahren wir mit ungefähr 500 km/h hier hoch. War ein Witz, da kommt eine andere Plattform irgendwo an. Da. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo es hingeht. Weil hier sind garantiert wieder Polizisten, die sind ja auch nicht dumm. Obwohl eigentlich schon, aber muss man jetzt nicht laut sagen. Ah, dann, ja, jetzt weiß ich es wieder. Aua, das tut weh. Ach, da schießt man es einfach mal, ihr wollt das doch auch sehen. Ich verrecke, weil ich 12 PS habe. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die so dumm sind und genau hier hinkommen. Ich habe jetzt eine Zeitlupe aktiviert, dass ich wenigstens irgendwas machen kann bei dem scheiß Geruckel. Ja, ich habe gesagt, ich aktiviere sie nie, aber... Das tut gerade wirklich weh, ihr glaubt gar nicht, wie behindert das gerade zu spielen ist. Vor allem jetzt ist ein Sprung, den habe ich früher immer gefailt und den muss ich jetzt mit dem Geruckel auch noch schaffen. Mit Leuten im Rücken. Macht wirklich so Spaß. Nee, sorry, aber ich werde jetzt verrecken, das geht gar nicht. Alter, ist das ein Drecks-Kack-Spiel. Hier habe ich meine 50-60 FPS ohne Probleme. Da kommen da drei Leute und plötzlich... ...ich von einem Abscheißen raus. Und schieße FPS. Wohl noch geht's, muss ich sagen. Ich will es jetzt nicht zu laut beschreien, aber... So, ja, ohne Geruckel geht das um einiges einfacher, kann man tatsächlich so sagen. Und wie durch ein Wunder sind wir natürlich jetzt... Poop heißt ja nicht Pop. Jetzt sind wir natürlich genau da rausgekommen bei der Kanalisation, wo wir auch hin wollten. Als wäre das alles geplant, war es wahrscheinlich auch. Aber wieso hat er dann gesagt, das war der einzigste Weg? Der einzigste Weg führt durch die Kanalisation. Das heißt, er wollte einen anderen Weg gehen. Es gibt übrigens einen Weg, schneller da zu sein als er. Aber das werde ich euch jetzt nicht zeigen, einfach weil ich es eh nicht hinkriege. Weil ich gerade nicht will, ja. Ich könnte es, aber ich will nicht. Logisch, oder? Ich hoffe, ich bin... Ja, es sieht gut aus. Ja, mal wartet er ab und zu ganz nett auf mich, das finde ich cool. Da kann man nämlich da irgendwo links lang, wenn ich mich recht erinnere. Aber es würdet ihr alles sehen, falls ihr abstimmt, dass ihr noch die Speedrun-Folgen sehen wollt. Ja, der steht einen Meter vor mir, du Affe. Und wartet auf mich. Ich verliere höchstens deine Mutti aus den Augen, obwohl das nicht geht, weil die so fett ist, ey. Mann, Mann. Okay, eigentlich sollte das so hier... Eigentlich sollte das so hier aussehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Aber ich habe so das blöde Gefühl, dass ich hier falsch bin. Oder ist er da rein? Da der gerade irgendwas lädt, ist der wohl hier reingegangen, der Typ. Ja. Verdammt! Gut, dass ich doch hier hingegangen bin, jetzt nicht versucht habe zurückzugehen.
Hat die was im Mund gehabt? Die sah ja schlimm aus. Dicke Backe. Jetzt bricht er sich das Bein. Oder jetzt ist er tot. So, jetzt müssen wir noch an den Typen rankommen. Der hat nämlich uns den Weg gerade kaputt gemacht. Ja, ist natürlich logisch, ja. Die hat Arme aus Stahl, habt ihr das gesehen? Dagegen ist Arnold Schwarzenegger ganz ein Scheißdreck. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie die Straße aussieht. Ist auch immer interessant. Und die Arme sind dran. Die hat bestimmt Schwarzkopf oder wie das Zeug heißt, an ihre Arme geschmiert. 20 Meter Höhe. Und der Arm hält. Muss ich jetzt darüber? Ja, stimmt. Oh mein Gott, so nicht. Okay, wenn mir jetzt jemand erklären kann, wieso die... Na, wahrscheinlich wegen der Kante, okay. Okay, ich habe ja nichts gesagt. Du darfst dich jetzt gerne hochschwingen. Oder wir lassen uns einfach da hinfallen, ne? Da ist er. Oh nein, er lebt noch. Los, töte ihn, schieß ihn runter. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Pope. Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis und? Murphy war bekannt unter dem Namen Roper. Kommst du irgendwann zum Punkt? Roper? Ja. Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Roper zu gehen. Werde ich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jack Knife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Der hat Zuckung in der Schulter, oder? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hatten ja eine Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Oh. Das ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Das mache ich schon seit ich 5 bin. Am besten. Mit 5 habe ich angefangen zu laufen. Davor bin ich noch rumgekrochen. So, nächstes Level. Roper hat ein Büro bei Z. Burford International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roper mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Roper wirklich was mit dem Mord und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Ist das Geld? Wake up, old poop. Keine Ahnung.
wir hin müssen. Jetzt habe ich eine Ahnung, wo wir hin müssen. Eigentlich hätte ich da an das Schild springen müssen, an dem Schild entlang. Wir machen das nochmal. Ups. Wir wollen das ja richtig machen. Nicht so ein Pupskack wie ich hier. Das funktioniert schon mal nicht. Gut. Schade. Da muss man halt doch den langweiligen Weg gehen. Mr. Tronic. Ich stand da gerade. Taub. Ich mag Tauben nicht. Also ich habe stellenweise auch keine Ahnung, wo ich langlaufe. Nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, der kennt sich ja schon aus. Das ist ja langweilig. Ich laufe ziemlich viel nach Gefühl und manchmal stimmt's halt. Jetzt, ja, so zum Beispiel. Ja, versuch einfach auf die Stange zu springen, statt dich festzuhalten. Genau. Alter, bist du dumm oder was? Geht doch. Dass die Abdeckungsklappen überall schon wechseln, finde ich echt nett. Wenn man, hier ist übrigens irgendwo so eine Kiste. Hier ist nämlich so ein Zeichen. Da. Wow. Das hat Schirm gemalt. Gestern. Und hier versteckt für mich. Oh, wie süß. So. Wenn man irgendwo runterfällt und dann Shift und links liegt, drückt für so einen Sprungangriff, also Rutschangriff, genau, dann ist man nicht so lange gestanden am Boden, sondern kann sofort weiter. Kleiner Trick. Ich frage mich gerade, wieso ich das jetzt gemacht habe. Ist jetzt nicht so, dass es was bringt, sich da festzuhalten. Eigentlich will ich ja da hoch, also gehe ich da hoch und da hin, genau. Kompliziert, aber machbar. So, jetzt links und... Ist hier was? Wieso ist hier so ein Pfeil? Ach, das ist ein Z. Wann? Hier ist es ein Pfeil. Ach, das ist... Hat sich mein Schatz und mir erlaubt. Da ist ja was. Jetzt kann er das mit dem Sprungdings da gleich nochmal sehen. Ich glaube, hier muss ich... Oh. Gut, hier werde ich es nicht machen, wegen den 3 cm. Aber jetzt... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Das ist doch der Wrestler, oder? Außerdem noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang. Klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Ich
bin ich. Der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Okay. Eine Waffe. Noch mehr Pfeile. Heb die Waffe auf. Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da rein. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Ich muss den Alarm ausgelöst haben? Wann denn das bitte schön? Ich hab rechts gefahren.